Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake. Wir sind immer noch auf dem Weg zur Cynthia Weaver, aber wie man glaube ich schon gemerkt hat, das Dunkle versucht uns da einen Strich durch die Rechnung zu machen. Aber wir gehen einfach mal weiter und schauen, was noch so auf uns zukommt. Und folgen der Sarah jetzt einfach mal. Mal schauen, wohin sich der Barry verdrückt hat. Leuchtfackel. Das Blöde ist, manchmal sieht man dann gar nichts mehr, weil es so hell ist. Oh nein, so nicht! Wir können durch den Buchladen. Wheeler sollte hinten auf dem Hof warten. Ruhe, verdammt, oder ich rufe den Sheriff. Oh, hi, Doc. Alles unter Kontrolle, keine Sorge. Sarah, wird auch Zeit, dass jemand auftaucht. Dieses ständige Geballere in die Luft ist idiotisch. Es wird noch jemand erschossen. Und das am Hirschfest. Ich weiß. Gehen Sie wieder ins Bett. Da hat er recht, Wake. Die Rentner. Diese Stadt schafft das nicht. Sie wollen mich. Je eher ich verschwinde, desto früher kehrt für die anderen Normalität ein. Ich hoffe, Sie haben recht. Los, lassen Sie mich diese Tür öffnen. Halt, haben Sie die Schlüssel zum Buchladen? Gut, Sheriff zu sein. Eine Frau muss sich zu helfen wissen. Die nutzen das wirklich aus, dass Sie hier sind, Wake. Ich habe gehört, dass die viele von Ihren Alex Casey-Büchern verkaufen. Gerade bin ich kein großer Fan meiner Romane. Cynthia Weaver arbeitete hart und befolgte ihre zwanghaften Rituale. Manchmal wehrte sie sich, fügte sich aber immer. Sie spukte durch das verlassene Kraftwerk von Bright Falls, markierte Vorratskammern mit lichtempfindlicher Farbe, die nur jene sehen konnten, die vom Dunkel berührt und vom Licht errettet worden waren. Wie sie. Sie bereitete alles für den Krieg vor, der bevorstand. Der Krieg zwischen den Mächten von Licht und Dunkel. Ich sehe Barry nicht. In dem Atomkraftwerk lebt die. Da, Wake. Ist er das vielleicht? Es ist der Weg zum Hubschrauber. Auf zu Barry. So Blendgranaten wären nicht schlecht. Habe ich da überhaupt welche? Ja, zwei. Besser als keine. Und das sind auch schon welche, sehr schön. Das Jagdgewehr nehme ich mal nicht. Da finde ich die Pumpgun besser. Oder die Schrotflinte. Da mal rein in die Kirche. Ist aber zugesperrt, Mensch. Ich werde Pastor Howard wegen diesem Schloss noch was erzählen. Ich habe ihm gesagt, er soll es reparieren. Körperliche Arbeit. Machen wir Pause. Und das war ja jetzt klar, dass die wieder kommen. Auf. Am besten ist, wenn die gesammelt auf eine Treppe rauskommen. Dann kann ich die schön mit der Blendgranate weghauen. Was kommt der Schnelle da wieder? Da. Zurückbleiben! Eine Leuchtfackel wäre jetzt ganz gut.
Das war jetzt ziemlich schlecht von mir. Jetzt bleibe ich gleich bei den Leuchtfackeln. So, das gleiche Spiel nochmal. Muss ich wieder hochgehen, damit es startet? Ich werde Pastor Howard wegen diesem Schloss noch was erzählen. Ich habe ihm gesagt, er soll es reparieren. Kümmerliche Arbeit. Machen wir Pause. Fettsäuren sind gut für das Herz. Werde ich mir merken. So, die zwei waren nicht schlecht. Da ist so ein Kasten wieder, den plündere ich auch noch schnell. Okay, ist offen. Na los, Wake. Halleluja. Dann rein. Wow. Die lassen wir in der Nacht vom Hirschfest immer an, die ganze Nacht. Wieso? Tja, das ist Tradition. Damit das Dunkel die Freiheit erlangte, musste der Schriftsteller die Geschichte beenden. Immer wieder erlaubte die Handlung, dass es ihm frustrierend nahe kam, ohne ihn fangen zu dürfen. Es war an das Manuskript gebunden. Doch es konnte den Schreiber indirekt jagen, andere auf ihn hetzen und die aufhalten, die ihm helfen wollten. Das Dunkel übernahm alle und machte sie zu Marionetten, die es auf Alan Wake hetzte. Das haben wir ja schon gemerkt. Wir sind fast da. Wir müssen durch den Keller zum Parkplatz. Klar, der Weg durch die Gruft ist eine ausgesprochen schlechte Idee. Dann ab geht's. Sie haben das Recht zu schweigen. War Nummer 1, Nummer 2, da ist er. Das reicht jetzt. Ups. Das war knapp. Licht gesehen, hä? Barry! Hat euch nicht gefallen? Anspruchsvolles Publikum. Tja, ich hab noch mehr. Was? Wofür die Weihnachtsbeleuchtung? Zum Schutz, Mann! Wie Knoblauch gegen Vampire. Vampire. Zum Helikopter müssen wir über den Parkplatz und den Hügel rauf. Na los! Sieht aber schick aus, die Weihnachtsbeleuchtung. Hoffen wir bloß, dass auch da wirklich ein Hubschrauber steht. Das Warenhaus von Bright Falls ist von nun an mein liebster Ort auf der ganzen Welt.
Seht ihr diese Stirnlampe? Das ist wie Superkraft. Ich muss nur eines von diesen Dingern ansehen und sie sterben. Das ist mein flammendes Auge von Mordor. Okay, etwas übertrieben. Ja. Nur ein bisschen. Hey, ich will auch eine Stirnlampe. Die letzte. Mistkerl. Alice hatte geschrien, bis sie keine Stimme mehr hatte. Um sie herum war die Dunkelheit mit Leben erfüllt. Es war kalt und feucht und bösartig und ohne Ende. Sie war eine Gefangene, inhaftiert an diesem finsteren Ort. Der Schrecken hätte ihren Verstand ausgelöscht, doch eines ließ sie durchhalten. Sie konnte Alan in der Dunkelheit spüren. Sie konnte ihn hören. Sie konnte die Worte sehen, die er als flackernde Schatten niederschrieb. Er spürte sie auch. Er versuchte, zu ihr zu gelangen. Wo sind die hin? Ach, da sind sie. Ich dachte schon, die wären vorgelaufen. Wenn dir jemand einen Schulbus vor den Latz knallt und du dich zu jemandem in den Hubschrauber setzt, der vielleicht gar keinen Pilotenschein hat, dann bist du abreisebereit. Nach Knightsbridge. Was gibt's da Schönes? Blendgranaten. Großer, wieder ein großer! Scheiße! Ach, und jetzt stecke ich zwischen Barry fest. Und dem anderen Typen. Gibt's doch nicht. Schulbus vor den Latz knallt und du dich zu jemandem in den Hubschrauber setzt, der vielleicht gar keinen Pilotenschein hat, dann bist du abreisebereit. So, dahinter gehe ich jetzt nicht nochmal. So, jetzt nehme ich nicht die Blendgranaten, sondern die Leuchtfackeln. Finde ich, die sind ein bisschen besser. Ich werde mich nie daran gewöhnen. Der Helikopter ist gleich da vorne. Ich brauche etwas Zeit, um den Start klar zu machen. Da steht er ja. Ich will hier endlich weg. Schalt die lieber gleich mal ein. Sie kriegen sie nie zurück. Wir sind noch nicht startklar. Bereit machen, ich wehr sie ab. Okay, auf die Fässer zu schießen bringt anscheinend nicht so viel. Dann lasse ich das lieber mal. Bereit machen, ich wehr sie ab. Also jetzt. Ne. Das bringt nicht viel. Thank you.
Was ich auch gut finde, ich mache hier draußen die ganze Arbeit. Und der Barry, der ist schon im Helikopter. Habe ich keine Leuchtfackel mehr? Doch, boah, zwei. Ich dachte schon. Darf ich jetzt vielleicht rein oder so? Bleiben Sie nur am Leben. Jetzt haben wir wieder genügend Schrotflintenmunition. Immer von hinten. Mal schauen, was da drin ist. Wir kommen denn jetzt? Wake, wir hauen ab! Mach sie schnell! Da geh ich gleich rein. Wake, machen Sie dem ein Ende. Bringen Sie mich einfach zu Weaver, Chef. Du setzt alles auf eine verrückte alte Lady. Ich hoffe, du liegst damit richtig, sonst ist diese Stadt verloren. Ich hoffe, Sie wissen, wie man das macht, Wake. Ich schätze, ihr New Yorker seid solche brenzligen Situationen gewöhnt. Klar, die Stadt ist ein Kriegsgebiet. King Kong mutierte Alligatoren und Alex Casey mischt jedes Wochenende alles auf. Hören Sie, bis vor ein paar Tagen habe ich noch nie eine Waffe getragen. Mein Vater war früher mein Kopter. Er hat mir ein paar wilde Geschichten erzählt. Solche Geschichten? Nein, nein, nur das übliche Böse. Quasi wie in Ihren Büchern, Wake. Ich habe Dad immer damit aufgezogen, dass er war wie Alex Casey. Sie haben es gelesen? Na klar, Sie schreiben ziemlich gut. Etwas übertriebene Metaphern vielleicht. Das hat mir noch niemand gesagt. Wir nähern uns dem Kraftwerk. Sehen Sie das erleuchtete Gebäude? Und das ist der Staudamm, dort oben am Fluss. Ich kann hier nicht landen. Ich gehe auf der anderen Seite des Flusses runter. Bringen Sie mich hin, Chef. Sollte ja nicht so schwierig sein. Schauen wir erstmal, dass wir irgendwo in Sicherheit kommen. Ja.
Okay, dann will ich einfach sagen, beende ich hier wieder den Part und dann hoffentlich treffen wir die Weaver dann halt in ihrem Atomkraftwerk. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Um die Tür zu öffnen.